Ein herzliches Hallo und willkommen zurück bei State of Decay Nummer 2. Ärzte gestrandet. Unsere aktuelle Mission. Licht anmachen. Und da fahren wir erstmal hin. Und anschließend werden wir mal den Kopfgeldjäger besuchen. Der ist nämlich da hinten. Also auch gar nicht mal so weit weg von uns. Und uns die drei Kopfgelder bzw. Prämien abholen, die wir jetzt ja schon haben. Wieder später. Okay, I'm safe. Alter, wo kommen denn die alle her? Geh raus da, Face. Oh, Face, du bist genau da in der Ecke drin. Okay, die ist schon mal am wichtigsten hier. In der solchen Zombie. So, haben wir's? Kurz mal ein bisschen heilen. Morgen. Der Lebensmitteldörrautomat installiert. Sehr schön. Mit dem Haus ist übrigens noch ein Zombie. Okay. Hab gedacht, Face läuft mal kurz hin. Sprich mit Rosa. Machen wir gleich. Upsala. Oh. What? Ja. Gewicht. 1 Pfund. Wunderbar. Sparen wir uns auch nochmal ordentlich Gewicht. Und die Waffe ist deutlich geiler. So, Waffenüberreste und Scrap. Und da haben wir noch was. Oh, 3 von 6. Übrige Zombies. Ja, ja, ja. Ich bin... This is gonna come in handy. Gleich nochmal hinterm Haus. So, hier müsste irgendwo noch einer sein. Okay. Keiner von uns beiden hat sich wirklich zu erkennen gegeben. Ah ja. So, erledigt der Fall. Sehr gut. Scrap, Scrap. Irgendwo drin war, glaube ich, noch eins. Genau. Ach, hier gleich in der Ecke. Wasserversorgung, Moralbonus, tägliche Benzinkosten. Ja, ja, ja. Da ist die Frage, ob ich das dann so schnell einnehme. So, danke, Nachbar. Ich bin im Krankenhaus. Ich habe im Krankenhaus gearbeitet. Wir haben nach Vorräten für eine Klinik gesucht, als die Sets auftauchen. Okay. Time to go home. You're the boss. You're the boss. Yes, I am. Aber wir werden ganz kurz nochmal die Gegend erkunden. Next time I see a horde, I'm going in like Conan the fucking Barbarian. Conan the fucking Barbarian. This will slow me down. Ja, ja, ja. Huh? Nein, nicht mit Rosa. Yes. Ach, sie hat gar nicht so viel abbekommen. Sehr gut. Ja, Rosa, ja. Okay, das muss die andere nehmen. So, Fernkampfwaffen habe ich, glaube ich, gar nicht. Das muss auch die andere nehmen. Nee, nicht Rosa. Mal ganz kurz hier sie nehmen. Irgendwo ist noch ein Kästchen, aber ich tippe mal, das wird oben sein. Ach, da ist die Leiter. Okay, krass. Potenzielle Ressourcen, nichts. Gucken wir uns mal gleich an, wie es aussieht mit dem Außenposten, also die Voraussetzung, wie viel Einfluss wir brauchen. Alter Schwede, ist aber auch hoch hier. Boah, es geht noch höher. Schön. Nochmal ein Reparaturset. So, die anderen werden ein bisschen brauchen wahrscheinlich. Naja, wir können schon mal weiter hochkraxeln. Können wir oben dann wechseln. Und mit der anderen dann auch nochmal den nehmen. Alter, hier ist aber... Das nenne ich mal Übersicht. That looks potentially drivable. Wie das so ein Rahmen ist. Okay,
Okay, Tankstelle, Tankstelle. Alter Schwede. I see some survivors, but I'm not sure we need any more friends. Ja, keine weiteren Freunde, sagt sie. Alles klar. Eieiei, also hier habe ich natürlich Aussicht ohne Ende. Wobei ich auch gleich durch bin. Laut dem Balken. Holy shit. You think that baby still runs? Ja, Autos. Also wir müssen uns auch unbedingt ein weiteres Auto später holen. Damit wir ein bisschen mehr Auswahl haben. Sehr schön. Nicht mit Rosa, mit Faith. Lead the way. So, da ist ein Seuchenherz. Bin ganz kurz am Überlegen, ob ich das Seuchenherz angreife. Also ich meine, jetzt sind wir zu dritt. Bloß nicht runterfallen jetzt. Also das wäre noch wahrscheinlich überlebbar gewesen, aber das hier ist... Okay, sehr schön. Kommen die anderen eigentlich auch schnell runter? So, ja, 1000, okay. Und wir haben keinen Außenposten-Slot frei. Bauen wir nicht gerade? Wieso baue ich die Kommandozentrale eigentlich nicht aus? Das müssen wir unbedingt machen. Die Betten machen wir später. Wir haben gerade auch keinen... Achso, ja klar, weil die beiden ja unterwegs sind. Ach nee, ich baue die Krankenstation noch aus. Okay. So, Mod. Zerstören. Lebensmittel machen wir jetzt. Plus 1. Super. Medikamente machen wir Minus und Baumaterial machen wir Minus. Okay. So, ihr beiden. Dann fahren wir mal zum Ort. Das würde sich so anbieten, jetzt die Seuchenherzen gleich hier abzuklamüsern. Aber gut. Machen wir später. So, unser Ziel ist ja eh erstmal hier drüben. So, da kam noch eine Freiwillige. Ist da noch irgendwo einer? Fight the good fight, okay? Here we are. Safe and sound. Safe and sound. You showed up when you did. If your people need anything, medicine, treatment, just let us know. Okay, danke. Hi. Medizin 5 oder 6 sogar, Entschuldigung. Wollte eigentlich mit dir reden. Good to see you. Chirurgie, oh Alter, die ist sogar schon spezialisiert, krass. Und er sieht eher aus wie ein Good to see you alive. Soldat, aber er ist auch Mediziner. Schön. Why can't everywhere be this quiet? Sehr schön. Gute Enklave. Ach, da hätte ich mit der anderen nehmen müssen. Na egal. Ich muss mir ein bisschen Platz lassen. Absolutely nothing. Typical. Weil wir jetzt ja gleich auch noch ein paar Sachen von dem Kopfgeldjäger bekommen. Benzin. Sehr schön. Können wir mal eine Runde durchmachen? Also einmal Benzin auffüllen und einmal reparieren. Schon wieder Zombies am Start. Oh, ich muss niesen. So, entschuldigen Sie bitte. Benzin passt. Naja, komm. Ist ein bisschen Verschwendung, aber wir haben gerade so viel Benzin am Start. So. Nächstes Ziel. Weg. Entschuldigung. Oh mein Gott, das war ein Screamer. Why do I always find the ugly ones? Oh mein Gott, da ist ein Koloss irgendwo. Here come a whole lot of them. Alter, was ist denn hier los? Warum sind denn hier so viele solchen Zombies? Mann, ey, die ganzen Reparaturen schon wieder umsonst. Also ich muss hier, glaube ich, links runter, ne? Ja.
Blass habe ich es noch in Erinnerung. Wo der Kopfgeldjäger war. Jetzt ist hier rechts so ein kleiner See. Mann, ey, hier ist aber auch voll. Da rechts müsste so ein kleiner See dann gleich kommen. Der da, genau. Und da hinten steht der Kopfgeldjäger. So, herzlichen Dank für die Baumaterialien. Die kann ich immer gut gebrauchen. So, hier kommen wir noch mehr. Ich bin immer wieder überrascht, dass sie den Kopfgeldjäger nicht angreifen. Der steht immer ganz entspannt hier rum. So, auch nochmal erledigt. Dann bitte meine Belohnungen, Herr Kopfgeldjäger. Might we chat for a bit? We could use your help on a rather urgent matter. So, einmal Klappspaten, Zweiter Weltkriegspaket. Dann die M1A1 Thompson, zeremoniell. Und ein Kanda-Erbstück. So, das haben wir alles schon im Besitz. Jetzt gucken wir uns mal weitere an. Kreischer mit Sprengstoff. Nö. Herstellen. Töte einen Koloss mit einer Nahkampfwaffe. Machen wir. Zombies mit Sturmwaffen. 250. Aufgeblähte mit Pistolen. Seuchensets mit Revolvern in Verstohlenheit. Lass dein Team gerade 20 von dir festgehakten. Okay, töten. Töte 10 gepanzerte Sets mit Sprengstoff. Stelle Erste-Hilfe-Kästchen her. Seuchenzombies mit Klingen. Ja. Mit stumpfen Waffen. Können wir auch machen. Okay. Haben wir wieder ein paar neue Sachen. Und wir haben ein bisschen was an Extras bekommen. Geburtstagspaket, Zweites Weltkriegspaket. Und nicht wirklich besser, was wir hier haben. Okay, dann fahren wir nach Hause. Machen wir einen kleinen Umweg. Fahren wir nämlich hier rum. Dann rechts und dann kommen wir nämlich auch zu uns nach Hause. Alter, schon wieder so eine Horde. So, ich muss auch ganz kurz die Blutseuche hier rausholen. Also die Seuchenprobe. So, Tag 3. Medikamente minus 1. Und theoretisch auch Baumaterial minus 1. Wegen's The Farm. Aber da wird mir irgendwie nicht abgezogen, warum auch immer. Okay, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch gleich die... Beruhige dich bitte. Oh. Alter, hier ist aber wieder was los. Schöner Schlag. Kopf weg. So, die machen wir auch gleich platt. Hey. Oh Gott. Die Anzahl an Zombies ist aber auch wirklich heftig. Werbetafel von Vista View. Jetzt gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Und fertiges Haus, da gibt es meistens Baumaterialien. Und das war's. Okay, also überhaupt gar nicht viel, was wir hier entdecken konnten. Ah, die beiden müsste ich dann auch mal wieder nach Hause bringen. Das Auto sieht schon wieder aus. Vollkommen zer... Okay, da lag noch ein Zombie rum. Den habe ich tatsächlich gar nicht gesehen.
solchen Zombie. Oh, nochmal ein Umspannwerk. So, da haben wir. Entschuldigung. Tankstelle, aber da ist auch. Da ist auch. Oh Gott. Nein, hier ist ein Koloss. Hier ist eine Horde. Da war ein Dicker. Shit, Alter. Alter, den habe ich ja gar nicht gesehen. Can I bend your ear for a sec? I saw a turntable not too far from here. Too many zombies or I would grab. Ach ja, der Typ mit dem Plattenspieler ist ja auch noch am Start im Spaten. Keep your head on. Startest du Mission Schallplattenspieler? Ach ja, na komm. Machen wir es einfach mal mit ihr. Ach ja, Quatsch. So, dann holen wir uns mal einen neuen Begleiter. Schön, dass sie die Tür offen lässt. Super. Sprich mit John und finde heraus, was er gefunden hat. So, aber ich würde gerne noch jemanden mitnehmen. Ja, sie nicht unbedingt. Nee, Kiandra. Mit wem war ich denn gerade unterwegs? Mit Kiandra, oder? Ja, ist ja egal, wir nehmen den Typen. Wo ist denn der? Okay, we are moments away from fulfilling Red Talon's promise to you. Operation Drawbridge will create a massive bit. Wait, hold on. Move, Soldier! Move, move, move! Okay, rote Klaue hat ein paar Probleme. Oh shit, that sounded bad. Like, really bad. Ja. Wo ist denn Mark? Okay, ich muss Faith mitnehmen. Gut, dann holen wir uns Faith. Ich weiß gerade nicht, wo unser Soldat ist, ehrlich gesagt. Hey, you're not dead. Hey, tag along with me for a sec. Mitkommen. Ah, oh, da ist er ja. Alright. See ya. Hm? Alright. See ya. I need a hand. I need a hand. Und ich niede jetzt auch mal eine Waffe. Und vielleicht ein bisschen Verbandszeug zumindest einmal noch. Okay, habe ich vielleicht zwei mitgenommen. Gut, weil dann machen wir uns jetzt tatsächlich erstmal kurz an die Seuchenherzen und so weiter. Ach so, ganz kurz. Bye. Don't get killed. Nee, ach shit, kann ich nicht. Ja, ich hoffe, dass er eine Fernkampfwaffe hat. So, da ist die. Da kommt die nächste Horde. Ich krieg ein zu viel. Wie viele Horden sind denn hier schon wieder unterwegs? Ich müsste hier mit dem Auto überfahren. Also von einer Horde zur nächsten. Be extra careful. We've got a plague zombie nearby. So, da oben ist gleich die nächste Horde. Meiner Meinung nach. Ich sehe aber gerade irgendwie keiner. Also hier ist es auf jeden Fall drin, ne? What a wonderful smell we've discovered. Oh, okay. Boah, das ist ein Tobsüchtiger. Alter Schwede, Kackvieh. Alright, last mag in. Alter Schwede. Wo kommt der denn jetzt her?
Oh, ein 8er Rucksack, super. Noch eine Schrotze, noch superer. Da muss ich erstmal alles so mitnehmen. Sehr schön, erstes Seuchenherz erledigt. Dann gehen wir ganz kurz nach drüben, weil da müsste der Infektionsherd sein. Den würde ich halt auch gerne noch mitnehmen. Problem ist, ich kann gerade nicht den Charakter wechseln. Das ist ein bisschen kacke gerade. Nobody else heard that, right? Noch mehr essen. Okay, muss ich ins Auto packen. Keep it down. Close. Wo ist denn mein Auto da hinten? Und wo war jetzt der Infektionsherd? Ach, den habe ich gleich mit noch weggemacht. Alles klar. Super. Warum ist das hier nicht gelb? Ach so, ja, weil da noch Sachen drin sind. Gelb. Grau meine ich. Ach so, sprich mit John. Hat er denn eigentlich eine Luke über seinem Kopf? Ja, ganz kurz. Bin ein bisschen verwirrt gerade. Cardio, 5 Sterne, super. Not gonna fit. Not gonna fit. Tranchiermesser. So, wir nehmen uns ganz kurz noch den zweiten Packsack. So, jetzt ist auch schwarz, das Symbol. Und wir fahren dann zum Abschluss nochmal schnell zu John. Ist nicht gerade um die Ecke. Achso, Quatsch. So, kann ich hier noch ein bisschen mehr abladen? Hier zum Beispiel die Schrotze. Bin immer noch schwer bepackt. Was ist denn hier so schwer? Achso, der 8er Rucksack. Ja. So, Benzin ist voll, sehr schön. Drive-True. Ich muss hier unbedingt mal für Ordnung sorgen. Bei mir im Bereich. Also in der Nähe. Dass hier nicht so viele Zombies umherlaufen. Zumindest für eine kurze Zeit, weil ich sehe. Ja, hier wird es nämlich auch schon wieder weniger, ne? Das ist der Problem. Ist meine Basis eigentlich, also meine Kommandozentrale mittlerweile mal upgraded? Nee, ne? Mal sehen. Da ist schon wieder eine Horde auf der Straße. Solchen Zombie. Aussichtspunkte. Hier wäre die andere Basis. Ne? Da, die Trucker-Kneipe. Trucker-Kneipe. Solchen Zombies mit Klingen und Zombies mit stumpfen Waffen. Also so ein Baseballschläger oder sowas. Steht immer daneben als Erklärung. Was es denn genau ist. Morgen. Jetzt kommen wir gleich nochmal im Quarantäne-Lager vorbei. Achso, nee, da waren wir schon drin. Stimmt. Das hatten wir ja schon. Boah, vor allem nur bergauf. Ach, und der Sprit, er geht schon wieder runter. Aber ich bin ja noch gar nicht durch. Da habe ich noch Sachen übersehen oder zurückgelassen. Da ist ein Soldatenzombie. Mal einen Zombie zumindest töten. Sonst hat sich die ganze Fahrt gar nicht gelohnt. Alles leer geplündert hier schon von uns. So, und John war oben, hier oben, ne? Time for me to get to work. Made it. Gonna start now. Keep your head on straight. This one's not easy. Don't do anything too stupid out there. Hey, how's that project of ours coming along? Now that person's okay in my book. It's locked. Figure. Well, that was noisy. Ja, aber warum schließt er sich denn noch ein? Wir kommen noch. Ich glaube, ich habe in einem Haus in der Nähe einen Plattenspieler gesehen. Ein paar Sets haben mich verjagt, aber zumindest haben wir mit ihnen. Ja, okay. Dann komm mal mit. Oder wir folgen dir, je nachdem. Ich klaue dir nochmal ganz kurz Benzin. Und wo müssen wir hin? Sieht aus wie... Ach, gut. Okay, ich wollte mein Auto nicht holen.
Was? Wo? Wo ist ein Tobsüchtiger? Anyone messing with these guys has to answer to me. Oh shit, Alter, da ist er. Oh, er ist im Haus drin. Okay, der. Keiner behauptet, dass es einfach wird, ne? Na gut, meine Damen und Herren, dann. Könnte sich der Tobsüchtige. Da ist er. Oh, das war er schon, ne? Ich kann das nicht halten. Okay, der Tobsüchtige ohne Probleme? Ohne Probleme getötet, sehr schön. Oh, oh, ficken, Alter, ich bin erschrocken. So, machen wir erstmal das Haus sicher, dass hier auch keine Zombies in der Nähe wieder spawnen. Hier ist aber irgendwo noch einer. Okay, sehr schön. Okay, was soll ich machen? So nach Haus nach einem Plattenspieler für John. Einige mal wiederverwendet werden können, okay. Thank God. Alter Plattenspieler. Whoever. Okay, this is as excited as you're ever gonna see. Warum machen meine Leute eigentlich gerade nichts? Danke, John, für das Auftreiben eines Plattenspielers. Ja, John in meine Gemeinschaft aufnehmen? Ja, super, gerne. Gracias, amigo. De nada. Es wird nett, jemanden zu kennen, der Musik liebt. Ich hoffe, du... Ah, die folgen mir beide, sehr schön. Begleite John sicher zurück zu deinem Haus. Bin halt restlos überladen. Aber 8 Pfund. 3,5 Pfund. So, jetzt geht's ja halbwegs. Dann mal wieder einsteigen. Dann haben wir den John in der heutigen Folge also auch noch gerettet. So, der kommt zurück. Baumeister, Freude mit Vorzügen. Die Fremden eine völlig neue Basis. Können wir auch nochmal kurz vorbeifahren. Ach, der hat noch gelebt. Oh. Den muss ich auf jeden Fall töten. So, was habt ihr für ein Problem? Vielleicht können wir uns direkt den nächsten anwerben. Morgen. Aber wir kennen uns doch. Wir wollen wegziehen, aber der Ort, den wir im Auge haben, ist ziemlich gefährlich. Könnt ihr von uns säubern? That's good to hear. Klar, welcher Ort ist es denn? We need you back, okay? Da hinten irgendwas. Na gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Schöne ist ja, dass wir direkt auch zu viert sind. Zu dritt sind. Dementsprechend haben wir ein bisschen mehr Durchschlagskraft für die Säuberung. Und dann mal gucken, vielleicht finden wir oder können wir uns gleich den nächsten noch holen. An Einwohner. Outside the bar, some jerk comes up and said, "Your clothes, give them to me." Tried to take my boots and motorcycle too. I just popped him in the face. Nobody takes my ride. Fuck you, asshole. Richtig so. So, dann erstmal alles einlagern. Die Waffe, da hätte ich gerne die Munition nochmal. Jetzt kann ich auch wieder wechseln, oder? That's a lot of stuff. Ja, ich weiß, ist gerade schwierig, alles zu tragen.
Okay, das mit der Munition war Quark. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder und dann kümmern wir uns erstmal darum, die Basis für die Jungs frei zu machen oder für die Mädels. Und wir müssen unseren Typen ja dann auch noch nach Hause schleppen. Ist hier eigentlich noch ein Seuchenherz in der Nähe? Theoretisch könnten wir das Seuchenherz auch noch gleich mitnehmen. Machen wir alles morgen. Haut rein, ciao, tschüss und auf Wiederschauen.